zu Noob Lords of Draenor. Willkommen zurück bei den Noob Lords und ja, die erste Folge habt ihr ja nur bei mir sehen können. Oder nicht die erste Folge, aber jetzt die, weiß ich nicht, wie vielte Folge, ich glaube die 10. war es. Mhm. Die konntet ihr jetzt nur bei mir sehen und beim Antilius nicht. Das lag daran, weil immerhin bei Hitbox wir die Aufnahme nehmen konnten, deswegen war die auch nur in 720p. Es hat gerauscht und so weiter. Das war alles nicht so ganz rund, die Folge. Das werdet ihr wahrscheinlich dann gemerkt haben. Mhm. Und ja, bei mir ist die Grafikkarte abgestürzt und deswegen war da auch so ein abruptes Ende. Und ja. Genau. Wir machen jetzt aber weiter. Wir waren in der vorigen Folge dabei, die ganzen Quests abzuliefern und haben jetzt auch noch einige über. Und genau, ich habe jetzt Level 10 erreicht in der Zwischenzeit, ja, weil wir beide, einfach ein paar Sachen getestet haben noch. Genau. Ach, du bist auch Level 10. Ich bin auch Level 10, ja. Es gibt jetzt hier Klassenspezialisierung, wird mir angezeigt. Ja, das habe ich jetzt schon mal kurz gemacht. Wusstest du denn, was du machen solltest? Ich habe einfach nur eins ausgewählt. Ich habe jetzt Vergeltung und den, ja, habe ich jetzt ausgesucht. Okay. Ja. Da bin ich mal gespannt, was die Leute dann drunter schreiben oder was der Letos jetzt gleich sagt. Der lacht sich wahrscheinlich tot. Ich wüsste bei mir jetzt auch nicht, was ich da nehmen sollte. Okay, du hast alles richtig gemacht. Gut. Ja, was sollte ich denn nehmen? Ich würde eigentlich gerne sagen Feuerschaden, aber bei Frost kann ich ein Wasserelementar beschwören. Bei Arkan kann ich einen Arkanschlag machen. Überzieht einen Gegner mit Energie, fügt ihm 45 Arkanschaden zu und erzeugt eine Arkane Aufladung. Pro Arkane Aufladung werden der Schaden von Arkanschlag um 50% und die Mana-Kosten um 100% erhöht. So, und Arkane Aufladung. Achso, na gut. Bleib bei Feuer oder nimm das Wasserelementar. Bei Feuer würde ich einen Pyroschlag kriegen und bei Frost eben das Wasserelementar. Okay. Beschwört einen Wasserelementar, der für euch kämpft. Aber der ist, glaube ich, nur immer kurz da. Der ist nicht dauerhaft da. Dann würde ich sagen, nehme ich das Feuer. Gut. So, seid ihr sicher? Jawohl. So, Pyroschlag. Ich meine, warum kann ich jetzt hier... Was? Ich kann die Dinger nicht verschieben. Wie, bei dir unten? Ja. Das musst du mit dem Zauberbuch machen. Nee, Leiste fixieren muss ich ausmachen. Ach so. So, einmal durchgetauscht. Ups, jetzt sollte man auch wieder fixieren. So. Ja, die Baumelfe meint, du spielst mit dem Feuer, richtig. Ja. Hat meine Grafikkarte zuletzt auch gesagt. Genau. So. So. Aber jetzt machen wir weiter. Hast du alles eingestellt? Ja, ja. Gut. Jetzt alles wieder... gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Volzfällerlager, bevor wir nach Westen gehen. Und dann danach, dann, wenn wir dann das Volzfällerlager abgeschlossen haben, gehen wir Richtung Weinberge und Hof des Steindings da, Steinfels, ja. Ja. Gut, dann mal los. Hier haben wir ja schon alles abgeschlossen, ne? Ja. Ja. Warte mal, gerade mal meinen Pyroschlag ausprobieren. Ja. Oh. So viel dazu. Ja. So. Also ich meine, früher war das so mit dem Zauberbuch, dass es ein bisschen anders war. Da gab es irgendwie so Skilltrees. Aber das haben die irgendwie rausgemacht, ne? Ja. Die gibt es so nicht mehr. Ja. Und ja, mittlerweile gibt es das eben so. Ja. Ich glaube, sie haben die Skilltrees irgendwo anders hingebastelt. Okay. Dafür gibt es jetzt bei Herr der Ringe Online Skilltrees. Haben sie sich da abgeguckt.
Naja, Skill Trees sind ja auch schon ein bisschen älter. Ja, klar. Und jetzt hier hinter der Hütte müsste, ja, die Sarah Roderwald, ja, die hast du ja gesprochen. Genau. Das Licht sei mit euch. Ich habe fast kein Leiden mehr, Duda und Antilius. Bringt ihr mir welches? Ah ja, das sind schöne Stofffetzen, obwohl der Stoff ein wenig rau ist. Hier, bitteschön. Und dann, ja, was nehme ich da? Das nicht. Was nehme ich? Habe ich kein Hemd an? Was? Was nehme ich denn? Was macht denn bei mir Sinn? Leder oder Stoff? Oder was? Hemd, ich habe tatsächlich kein Hemd an. Oh. Von daher könnte ich fast das rote Leinenhemd nehmen, aber... Okay. Macht halt nicht viel. Die Schärpe macht halt wenigstens noch Rüstung und Ausdauer. Mm. Kette sollst du nehmen, Antilius, sagt der Letos. Ach so, hab ich das jetzt ausgewählt? Dann ich nehme jetzt mal die Schärpe. Hey, 50 Quests abgeschlossen. Yay. Krieg ich ein Achievement? Mhm. Ah, das rote Leinenhemd habe ich trotzdem gekriegt. Na, jetzt habe ich was für die Taille. Ich glaube, ich habe gar nichts. Ich habe die Kette. Nee, habe ich nicht. Shit. Aber nein, Moment, das kann doch nicht sein. Ich habe doch, da war doch nichts mit Kette, oder? Doch. Scheiße, ich habe es falsch ausgesucht. Nein, ich habe es doch hier. Ach, ich bin doch ein Depp. Aber das ist doch, egal. Jetzt habe ich es. Aber nee, Moment, das war... Nee, jetzt habe ich doch was anderes gehabt. Ach, egal, ich habe jetzt irgendwas. Ja, nee, keine Ahnung. Nee, ich habe jetzt eine Kette, weiß ich nicht. So. Jetzt habe ich auch ein Hemd an. Ich hatte auch keins an. Sieht man bei mir jetzt auch nicht wirklich, dass ich eins an habe. Okay. Ich könnte mal ein bisschen was verkaufen, sehe ich hier gerade. Ich habe ganz viele Rüstungen, die ich gar nicht brauche. Das hier, was ist das hier? Das brauche ich eigentlich auch nicht. Das kann ich alles verkaufen. Was hast du denn jetzt gemacht? Das wollte ich so nicht. Was denn? Naja, ich stand jetzt hinter der Sarah. Sarah oder halt wie unerwartet. Was? Ich wollte eigentlich mich kratzen. Ach so. Aber jetzt, ihr kratzt euch. Ah, das ist besser. Das passt auch gerade gut. So, warte mal, bleib mal stehen. Nee, warte mal. Reite los! Ach Mist. Nee, das geht nicht. Das hier ist leider nicht Lego Herr der Ringe. Baumelpe meint, es ist noch zu früh für solche Scherze. Mehr Arbeit? Ja. Was? Mehr Arbeit? So. Na gut. Marshall McCree, den. Kann ich? Ja. Grüße, Bürger. Ja. Grüße, Bürger. Ja. Habt ihr den Sammler gefunden? Konntet ihr herausfinden, wen er arbeitet? Ihr habt ihn gefunden? Gut gemacht, Antilius und Doda. Der wird nie wieder seine Sammlung aus den Minen Elvens bereichern. Und dieser Ring, den ihr gefunden habt, ist interessant. Es ist ein Mitgliedsring. Mitgliedschaftsring der alten Steinmetzgilde Sturmwinds. Von denen habe ich schon seit Jahren keine mehr gesehen. Seit die Bruderschaft der Defias diese Gegend unsicher gemacht hat. So, Belohnung auswählen. Ja, ich glaube, die kenne ich auch noch. Ja. Ergebt euch der Defias-Bruderschaft und ich werde euch verschonen. Ja. Was sagt er? Ich glaube, er sollte mal dieses eklig rote Tuch vom Mund wegnehmen. Ja. Ich sagte, ergebt euch der Defias-Bruderschaft und ich werde euch verschonen. Also, keine Ahnung. Irgendwas mit Popoklatschen habe ich, glaube ich, verstanden. Mann, seid ihr taub? Ich sagte, ergibt euch der... Puh. Horst, du hättest ihm jetzt nicht gerade den Kopf abschlagen müssen. Oh Mann. So. In Westfall herrsche harte Zeiten.
Jetzt, da die Bedrohung durch die Defias beseitigt ist, ist das Gebiet zu einer Zuflucht für Obdachlose und Unterdrückte geworden. Die Verbrechensrate in dieser Region ist astronomisch in die Höhe geschossen, da die Leute sich um Unterschlupf und Nahrung zanken. Und jetzt hört man sogar von Mord. Wenn ihr der Allianz helfen wollt, dann beginnt den Westfall. Meldet euch bei Leutnant Horatio Leine auf Jansens Hof. Ihr findet Westfall direkt westlich des Waldes von Elvin. Ach echt? Hätte ich nicht gedacht. Wegen ist es ja West. Nicht Ostfall? Egal. Annehmen. So. Jetzt haben wir hier noch was. Siehst du, jetzt haben wir die Quest auch gekriegt. Genau. Die Vorsteherin Raelen oder Raelen. Willst du die machen? Braucht ihr etwas? Soll ich jetzt die ganzen Frauen machen oder wie? Ja. Übrigens, hallo Ralf, klar. Wieder, schön, dass du wieder da bist. Gut, dann mache ich halt die Frau. Ja, bitte. Gerne. Ja. Warte. Muss ja auch eine etwas andere Stimme sein als die vorher. Mehr Arbeit? Warte. Ich habe ein echtes Problem. Geh dann mal. Soll ich die mal so sprechen? Ja, ja, sprich die mal so. So eine Metzgerfrau. Ja, so eine Raucherin. Ich habe ein echtes Problem. Nee, Quatsch. Ja, nimm doch mal einen Hustenbonbon, bitteschön. Danke. So. Ja, ja, Baumelfe, die meinte nur, wenn der Schuh passt, bezogen darauf, dass ich dir jetzt sprechen muss. Ja. Ich habe hier ein echtes Problem. Ich habe einen Liefertermin für eine Bestellung Holz und mir läuft die Zeit davon. Die Wölfe und Bären nördlich von hier haben meinen Arbeiter von den Holzbündeln verjagt, die sie bereits gefällt hatten. Ich habe bereits mit Stellvertreter Rainer darüber gesprochen, dass die Tiere entfernt werden müssen. Aber ich brauche jemanden, der das Holz für mich holt. Wenn ihr 8 Holzbündel für mich holen würdet, könnte ich den Termin vielleicht noch einhalten. Lebt wohl. So. Hätten wir das auch? Okay, dann. Das ist da oben, im Norden. Das kommen wir ja auch noch mal. Was ist die Pandarin denn hier? Hm? Was? Achso. Bist du denn jetzt? Ja, ich bin hier oben im Norden. Ich wurde zu einem Duell herausgefordert. Ja, genau. Die ist Level 20. Ich probier's einfach. Was? Du probierst es? Ja. Ich hab's angenommen. Wo ist sie? Die ist unsichtbar, die Sau. Hallo? Das ist unfair. Wie ungültiges Ziel. Das ist mein Partner. Wieso kann ich da nicht helfen? Nee, weil es ein Duell ist. Ja. Ich mach mit. Hallo? Shit. Ich hab verloren. Na sowas. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Du mich auch raus. Ich esse mal was. Ich guck mal zu und esse. Wie ausgeschaltet. Ja, die hat sich ja angeschlichen. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Toll. Das war richtig spannend. So unvorhersehbar. Tarmac Sausage Breed. Wurstbrot. Ja. Was es alles gibt. Wir haben fast gewonnen. Aber nur fast. Jetzt müsste hier irgendwo Holz sein. Ah, ich sehe schon welches. Ja, ja, ich sehe auch schon welches. Könnte man auch mal demnächst mal zu einem Händler gehen. Schon wieder. Ja. Ich habe wieder so viel ich Kram. Noch Platz. Ja, das sind jetzt die ganzen Rüstungen und Zeug, das ich nicht mehr brauche. Was jetzt raus kann. Ja, hier die ganzen Murlocs sind ja hier. Wo ist denn jetzt hier das Holz? Ja. Vielleicht bei der Sarah, die hat ja immer Holz vor der Hütte. Oh, ja, genau. Kommt doch alle. Kommt doch, die ganze Familie kommt hier zusammen. Warte, bleib mal stehen. Ich kann sonst nichts machen. So. So. Geht doch. Ruhe.
Also 4 Murloc schaffen wir. Hier ist Holz. Ah, sehr gut. Hast du jetzt auch eins? Nee, leider nicht. Ach, das, dann musst du jeder einzeln sammeln. Mhm. Das ist so blöd. Ja, da hinten sehe ich eins. Ja, wenn du das jetzt genommen hast, ist es für mich weg. Ja, das ist ja blöd. Aber hier sind ganz viele. Büroschlag! Oh, oh, Schicken, Schang, Schang. Zack. So, ich sehe 2, 3. Jetzt habe ich schon mal 4. Hm. Ich habe 3 erst. 5, das da ist für dich. Und hier ist bestimmt auch noch etwas. Ach, da hinten ist auch noch ganz viel. Oh, ganz viel, das reicht für uns beide. Jetzt so viel Holz vor der Hütte, das reicht für uns. Ja. Ja, es ist so viel. Das möchte man sich gar nicht vorstellen, wenn das so viel ist. Oh, je, 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 je. So, ich bin fertig. Ich auch. Gut. Mit dem ganzen Holz. Ich werd diesen Witz echt nicht mehr los. Ich habe den jetzt neulich bei Gronkh gehört. Ja, was denn? Ich werd den nicht los. Der ist eigentlich so krass, hat er selber gesagt. Eigentlich kann man sowas nicht im Let's Play sagen. Wie geht denn der? Jetzt musst du ihn erzählen. Jetzt hast du es spannend gemacht. Was ist schwarz und kriegt das Bein hoch? Weiß ich nicht. Was? Eine Abtreibung mit Heimweh. Mehr Arbeit? Oh Gott. Alter. Der. Anders kann oh Gott. Machen? Der ist echt mies, ja. Ja. So, dann. Ja. Der Termin kommt immer näher, Magier. Beeilt euch bitte und holt diese Holzbündel. Haben wir schon. Exzellent! Dank euch sollte ich die Bestellung rechtzeitig zusammenstellen können. Um euch meine Dankbarkeit zu zeigen, werden wir jetzt hier hinter dem Baum gehen und... Ne, Moment, ein anderer Text. würde ich euch gerne ein paar Münzen als Entschädigung für eure Mühe anbieten. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Mit so kleine Videosequenz gezeigt. So. Vielen Dank und lebt wohl. Das Licht segne euch. Bezahlt uns hier mit 3 Silbermünzen. Ja. Wenn wir hier so abgespeist. Dabei, das ist doch die Stimme aus Warcraft, oder? Ja. Ja. Siehst du, hat er auch bestätigt. Ja. Der Letos hat eben geschrieben, Murlocs, ich habe ein ungutes Gefühl. Ja, ich erinnere mich auch dunkel daran. Quatsch. Wer sich nicht erinnert, soll mal das Best-of von der Baumelfe gucken. Genau. Da sieht man das auch nochmal ganz gut. Ja. So, ich würde sagen, wir können jetzt eigentlich nach Goldhain zurückfliegen. Ich würde nicht laufen. Wo müssen wir denn jetzt dahin? Wo ist denn da der... Ach so, südlich da südlich von Goldhain, da geht es ja dann weiter. Aber warte mal, bevor wir jetzt dahin gehen. Mhm. Ich würde erstmal handeln gehen. Zu einem Händler würde ich jetzt erstmal. Ist hier nicht irgendwo ein Händler? Bereit zur Arbeit. Bestimmt. Sonst in Goldhain ist auch nochmal einer, also. Hier Handwerkswaren, gemischt und Handwerkswaren. Ah, das passt doch. Seid gegrüßt. So, also. Das hier kann ich loswerden. Es sei denn, es ist nochmal irgendwo besser. Nein. Weg. Und weg. Das hier kann weg.